Display drüber mit so einer Folie, die können wir mal runter tun. Dann ein ganz normaler Schließzylinder. Der Einbau soll ja so einfach sein, als würde man einfach nur den Schließzylinder auswechseln. Ja, also super easy eigentlich. Hier sehen wir, da ist so ein kleiner Imbus, so eine kleine Imbusschraube drin. Da kommen dann wahrscheinlich auch die Batterien rein, die wohl nicht mitgeliefert werden. Ich habe aber hier schon 3 Doppel-A-Batterien bereit liegen. Und das hier ist dann einfach nur ein ganz normaler Drehknauf. Ne? Auch da haben wir hier so ein Imbus. Dings dran, so ein Imbus-Dings, sehr wortgewandt, eine Imbus-Schraube, um das Ganze dann, na, kriege ich die Folie runter, nachher abzunehmen, denn wir müssen ja von einer Seite auch das Schloss dann hier reinschieben. Wirkt auf den ersten Eindruck schon mal, ja, recht robust. Alles, was nach Metall aussieht, ist auch wirklich Metall, ja, macht so schon mal einen ganz ordentlichen Eindruck. Ich lege es mal kurz zur Seite, wir schauen weiter. Hier haben wir die RFID-Karten, die man registrieren kann. Es geht nicht nur die 3. Wer noch mehr hat, der kann die nachkaufen und sich, ich weiß es nicht, 20 Stück oder so registrieren. Und dann reicht es eben aus zum Öffnen. Das ist quasi euer Türschlüssel. Drauflegen und wird entsperrt. Dann muss man keinen Code eingeben. Ist eine zusätzliche Möglichkeit. Und dann haben wir hier noch so ein zerknautschtes kleines Kartönchen drin. Mal schauen, was sie uns da noch zugepackt haben. Das ist ja das Werkzeug, würde ich mal sagen. Hier so ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher mit so einer Platte dran. Dann hier der kleine Imbusschlüssel, den wir dann brauchen, hier gleich auch um die Batterien reinzupacken. Und Schräubchen. So eine lange Schraube, ne, für den Schließzylinder nachher zu sichern in der Tür, die dann hier reinkommt, die ist nicht dabei, aber die steckt ja eh schon in der Tür drin. So, jetzt werfe ich mal einen kurzen Blick in die Anleitung und dann geht es mit der Einrichtung weiter. Okay, wir starten einfach mal ganz logisch mit dem Einlegen der Batterien. Also schnappe ich mir mal hier eben den kleinen Imbusschlüssel und dann schrauben wir mal Schräubchen Nummer 1 flott raus. Da ist das kleine Teilchen, man sieht so ein bisschen Schraubensicherung ist auch schon mit dran. Und dann sollten wir hier diese Abdeckung einfach abziehen können. Da sieht man es, ne? Die ist wirklich schön solide aus Metall gearbeitet. Dann sieht man auch, dass hier die Batterien reinkommen, aber dafür müssen wir erstmal hier die Klappe öffnen. Das ist die Klappe, wo auch der QR-Code drauf steht. Und dort drunter befindet sich auch zum einen hier der USB-Anschluss. Der ist nicht zum Aufladen, der ist lediglich für diese Notschlüsselfunktion. Das heißt, wenn mal alle Batterien leer sind, was eigentlich nicht passieren sollte, denn bei 20% Akkuladung bekommt man hier eine Mitteilung, dass der dann sagt, hier Batterien bald leer, wechsel mal aus. Aber wenn sie trotzdem mal leer sind, könnt ihr hier eine Powerbank anschließen und dann per Bluetooth mit der App das Ganze entsperren, sozusagen als Notschlüsselfunktion. So, aber wir brauchen jetzt hier keine Notschlüsselfunktion, sondern wir müssen hier weiterhin diese Klappe öffnen. Ah ja, hier durch nach oben klappen und wir sehen dann direkt, ja, der Onkel hat die falschen Batterien bereitgelegt. Es sind keine Doppel-A-Batterien, es sind Triple-A-Batterien. Ja. Die Batterien sind drin, aber ich hatte schon die erste kleine Verwirrung gehabt, denn hier in der Anleitung sieht es dann so aus, dass man da mit dem Imbusschlüssel reingeht und das aufschraubt, aber da war gar keine Schraube bei mir drin gewesen, sondern das konnte ich einfach so öffnen. Ich habe jetzt aber das Ganze, damit es auch hält, hier mit einer Schraube gesichert. Wir haben ja so ein paar Ersatzschräubchen mitbekommen, da habe ich jetzt eine normale Kreuzschlitz reingetan. Und dann kann ich das beim Auswechseln auch easy machen dann in Zukunft. Und dann heißt jetzt nochmal Klappe vor und dann die Abdeckung drüber. Kurzer Funktionstest. Ja, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber hier das Display, es leuchtet. Uhrzeit und Datum, die stimmen mal so gar nicht. Aber ja, hier funktioniert, leuchtet alles soweit. Das heißt, wir starten dann mit der App-Einrichtung. Dazu muss man sich natürlich erstmal die App runterladen, ist ja klar. Die heißt so, die WeLock-App, leicht zu finden, hier über den QR-Code, iOS und Android-Version. Dann natürlich anmelden, einloggen, ne? Dann kriegt man den Verifizierungscode geschickt und dann ist man hier drin. Und ich will jetzt natürlich einmal ein Gerät hinzufügen. Dafür gehe ich auf das Plus, sage WeLock hinzufügen und dann zum Binden von WeLock muss der QR-Code mit der Kamera gescannt werden. Okay, ganz klar. Dann mache ich das, erlaube den Kamerazugriff und scanne mal den QR-Code.
Okay, das hat funktioniert. Einige Modelle der LogCore-ID werden ebenfalls an der Box angebracht. ID, LogID. Oh, das muss ich auch mal schauen, wo haben wir die denn? So, und jetzt wird hier verbunden und jo, passt schon. Verbindung ist hergestellt. Dann kann ich hier mal drauf gehen. Was kann ich denn hier noch auswählen? Homepage, Stil, Light oder ursprünglich. Ich nehme mal hier normal. So, Schlossdaten werden abgerufen. Wechseln zum alternativen Entsperrmodus. Kann man hier drüber machen. Okay. App und Schloss sind mit Bluetooth verbunden. Okay. App und Schloss sind mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden. Das kann das Schloss eigentlich doch gar nicht. So, Entsperrungsprotokoll. Also hier wird ganz nett eigentlich die einzelnen Punkte erklärt. Autorisierte Daten und hinzugefügte Karten. Bluetooth-Passwort, Gültigkeitsdauer. Man kann auch so temporäre Passwörter hinterlegen. Das finde ich ganz cool. Wenn jemand nur mal für eine gewisse Zeit reinkommen soll, kann man ihm auch so ein temporäres Passwort machen. Ja, genau. Das sieht man hier unten. Temporäres Kennwort. Nette Sache. Bluetooth-Taste. Ich klicke mich einfach mal komplett hier durch. So. Okay, als erstes will ich mal hier die Zeit synchronisieren, denn die hat ja mal so überhaupt gar nicht gepasst. So, Zeitsynchronisation ist erfolgreich. Schauen wir mal, ob jetzt hier das Datum und alles richtig angezeigt wird. Na, jo, passt. 31. Januar 2022, Uhrzeit passt auch. Das hat ja schon mal easy funktioniert. Sehr schön. Und vom Verkäufer habe ich per E-Mail hier schon eine Info bekommen, dass man erstmal das Admin-Passwort ändern soll. Das ist standardmäßig auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 gestellt. Ist natürlich jetzt so, sagen wir mal, semi-sicher. Also werden wir das machen. Hier steht genau, wie es Schritt für Schritt geht. Wir sollen erstmal das Schlösschen aufwecken, irgendeine Taste drücken, dann die Lock-Taste, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, wieder die Lock-Taste und jetzt gebe ich mein eigenes Passwort ein. Und dann steht hier Succeed. Oh, man kann es ganz schlecht erkennen. So. Und jetzt habe ich eben hier mein Passwort, mein Master-Passwort, sozusagen mein Admin-Passwort geändert. Mit meinem Admin-Passwort kann ich jetzt natürlich hier schon öffnen und sperren, das ist gar kein Thema. Aber ich hätte auch gerne das Ganze jetzt hier mit so einer RFID-Karte gemacht. Das kann man jetzt handeln, indem man dieser Zahlen- und PIN-Kombination hier, so sieht es in der Anleitung aus, dann folgt. Dann kann man es auch direkt hier drüber machen, ohne App. Aber ich finde es natürlich mit App viel einfacher, hoffentlich. Und dafür gehen wir hier mal auf die Kartenfunktion. Da kann man jetzt auch eine Startzeit und eine Endzeit festlegen. Ich sage aber mal hier unbefristet. Gehe einmal auf Bestätigen und dann kommt wieder das Ding. Ich muss was scannen, denn auf der Rückseite von diesen RFID-Chips sind auch QR-Codes und den scanne ich jetzt mal. So, fertig, Erfolg, verbinden, Karte, ungültig. Das hat ja jetzt nicht funktioniert. Probieren wir es mal so, RFID-Karte hinzufügen. Schloss, Schloss, Admin-Passcode, Schloss, Schloss, Schloss. Karte dran halten, Schloss. Das ist ja fast hier wie so ein Cheatcode früher beim Super NES. Also, probieren wir es mal aus. Und dafür einmal Schloss, Schloss, Admin-Passwort, Schloss. Dann steht hier Nummer 2 Karte. Wir geben 2 ein. Bestätigen mit Schloss, mit Add Card 1. Bestätigen mit Schloss. So, und jetzt sollen wir swipen. Und dann haben wir New Card Nummer 1, Adding Card, Please Swipe. Könnten wir direkt eine zweite noch machen. Schauen wir mal, ob ich jetzt hier mit der Karte das Ganze sperren und entsperren kann. Also, ich komme zu Hause an, mache so. Ne, einmal draufdrücken, scannen. Ja, hat geklappt. Unlocked. Sehr schön, beziehungsweise gesperrt. Also, das funktioniert doch schon mal soweit gut. Testen wir nochmal die dritte Entsperrmethode. Das geht direkt über die App per Bluetooth. Und dafür einfach mal hier auf das Schlosssymbol drauf tippen und Erfolg verbinden und da steht Unlocked, weiß nicht, ob man es sehen kann und dann steht hier Turn Handle, zack und dann ist das Ganze entsperrt. Also wir können Passcode-Eingabe machen, wir können mit RFID-Karte machen und wir können das Ganze mit dem Smartphone gestalten. Was wir jetzt natürlich noch tun müssen ist, ja, das Schloss einbauen und das mache ich jetzt.